mache mir wirklich Sorgen. Ranger erscheint nicht zu spät. Als ich gestern ging, war er immer noch in der Zentrale. Ich schaue mir mal die Überwachungsaufnahmen an. Mist. Schaut! Das ist Ranger. Wird er da? Oh mein Gott, Sie haben ihn gekidnappt? Was sagt die Gesichtserkennung? Wir sind die Entführer. Zu viele Metadaten. Es könnten zig Verdächtige sein. Wir müssen sie manuell aussieben. Schnell, Ranger ist in Gefahr. Lasst uns gemeinsam durch die IDs der Verdächtigen rechnen. Wenn wir einen groben Anhaltspunkt haben, reicht das. Hoffentlich geht es Ranger gut. Wir müssen schnell diese Metadaten manuell berechnen, sonst läuft uns die Zeit davon. Es reicht, wenn ich die Daten nur grob schätze. Verdammt, ich brauche viel zu lange dafür. Ich versuch's nochmal. Grobe Schätzungen reichen. Das sind sie. Gute Arbeit. Aber ist das nicht? Laut den Informationen hier ist der linke Typ unser Kunde aus der Villa. Das Phantom. So siehst du also aus. Also statten wir der Villa noch einen Besuch ab. Nein. Laut diesen Daten hier besitzen unsere Kidnapper eine Hütte in der... Ich wette, Ranger ist dort. Okay. Wie gehen wir vor? Wir nutzen Betäubungsgas und schalten damit die Kidnapper aus. Dann bringen wir Ranger da raus, wenn er wirklich in der Hütte ist. Dafür brauchen wir aber das Layout der Hütte. Ohne die Größe können wir die Menge an Gas nicht richtig berechnen. Server des Alpenvereins? Das sollte doch zu machen sein. Okay, wir müssen uns mal wieder in die Server hacken. Okay, das ist ein Ausdruck des Layouts. Dann lass uns mit dem Plan loslegen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben das Layout. Aber wie groß ist es, damit wir die richtige Menge an Betäubungsgas einsetzen? Das vergesse ich euch nie. Danke.